hoher Besuch aus Bundesbern. Gestern Abend hat der Bundesrat Johann Schneider-Ammann zu Winterthur über den Wirtschaftsstandort Schweiz referiert. Ein grosses Thema war der Topf mit den 2 Milliarden Hilfsgeldern, der der angeschlagenen Exportwirtschaft wieder auf die Beine helfen soll. Wer darf wie fest reinlangen und wie wird das Geld verteilt? Bei diesen Fragen ist der Bundesrat arg in Bedrängnis gekommen. Miloš Mihajlović. Viele dringende Fragen sind gestern Abend offen geblieben, vor allem beim Thema Hilfspaket. Wer genau bekommt jetzt ein Stück vom 2 Milliarden Franken teuren Kuchen? Mehr hat man nicht erfahren, außer was der Bundesrat schon vor über einer Woche mitteilt hat. Jetzt melden sich mehrere Figuren auf dem politischen Parkett, um ihren Anteil von den 2 Milliarden einzufordern. Der Hans-Uli Bigler vom Schweizer Gewerbeverband schreibt in einer Mitteilung, dass der Bundesrat Johann Schneider-Ammann nicht mit der Gießkanne Milliarden verschleudern soll, sondern gezielt soll die KMUs entlasten. Wie Teletop gestern berichtet hat, hat auch der Kanton Schaffhausen sich zu Wort gemeldet und gefordert, das Geld aus dem Hilfspaket direkt an die Kantone zu leiten. Von dort her gesehen macht es mehr Sinn, wenn wir die Kantone ebenfalls schauen, dass die können ihre Steuern vor allem auf dem tiefen Niveau behalten, weil da dient der Wirtschaft mehr wie viel anders. Der Bundesrat wundert es nicht gross, dass hier Forderungen gestellt werden. Der Bundesrat und der Volkswirtschaftsminister haben noch nie so viele Begehrlichkeiten auf dem Tisch gehabt wie in den letzten paar Tagen. Auch die Industrie- und Handelskammer Thurgau hat schon vor gut einem Monat im offenen Brief auf die besorgniserregende Stärke des Franken aufmerksam gemacht und dem Bundesrat vorgeworfen, viel zu passiv zu reagieren. Wir haben einfach das Gefühl, dass die Brisanz jetzt von dieser Lage ein bisschen unterschätzt wird. Also auch vom Bundesrat, weil der ist relativ passiv, sagt zwar immer wieder, man prüft die Lage, man prüft Massnahmen, aber sagt eigentlich nie etwas Konkretes. Der Bundesrat selber hat den Faden gestern oben zu Winterthur wieder aufgenommen und sich in seiner Rede rund 10 Minuten lang rechtfertigt, dass er nicht geschlafen hat, sondern im Gegenteil hellwach sei. Aber auf die Frage, was konkret er in diesem hellwachen Zustand gemacht hat, weicht er aus. Was wir nicht gemacht haben, ist, wir haben die Fehler, die das Umfeld, die europäischen Länder gemacht haben, nämlich Eingriffe reguliert, Schulden produziert, das haben wir nicht gemacht. Aber wenn wir das nicht gemacht haben, haben wir noch lange nicht geschlafen. Wir sind hellwach. Jetzt ist fertig. Jetzt haben wir zwei Fragen. Jetzt müsst ihr abklemmen. Oder wie er gestern von den rund 100 anwesenden Personen gesagt hat, können wir sogar etwas bewegen, wenn man schläft. Angeblich schlafen. Könnt ihr sogar helfen, bewegen, wenn ihr schlaft. Ist das jetzt das Laissez-faire-Prinzip in seiner reinsten Form?